Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollen wir uns heute mal wieder so einen kleinen Torghast-Run anschauen. Heute geht es wieder mal um den Trailer's Gauntlet. Und diesmal möchte ich auf Ebene 5 rein. Die ist schon ein Ticken stärker als Ebene 4. Und ich habe gerade schon einen Run gemacht gehabt, habe ein bisschen auf den Sack gekriegt und jetzt versuchen wir mal, bisschen defensiver unterwegs zu sein, um da einmal durchzuflitzen. Ich hoffe, ich kriege hier gute Trades tatsächlich. Komm, dann nehmen wir Convoke mit. Dann nehmen wir nochmal Convoke mit. Und dann nehmen wir ein drittes Mal Convoke mit. Okay, das gefällt mir schon mal. Dreimal Convoke, das sind schon mal ganz gute Stats. Mir wird hier schon geschrieben, du rippst eh. Perfekt, danke. Danke für diesen Support. Freut mich auf jeden Fall. Ich denke mal, wir können jetzt einen wegconvoken. Ich hab dreimal Convoke-Stat. Ah, hier haben wir diesen einen Mob, der mir die Dings hochstackt. Ne? Da hatte ich vorhin ein bisschen gestruggelt tatsächlich. Den werden wir jetzt gleich mal weglasern, sobald der eine tot ist. Na super, er ist nicht mehr tot getickt. So, okay. Okay, der ist schon mal down. Seht ihr das? Der hat mir jetzt hier sind 60% weniger Heilung hochgesteckt. Und das ist tatsächlich ein bisschen ätzend, weil das killt mich halt einfach, ne? Wenn ich mich nicht mehr heilen kann. Als Tank bin ich hier tatsächlich relativ slow unterwegs. Mit dem Schaden. So auf dem Single-Target-Mob. Dementsprechend bin ich halt einfach darauf angewiesen, dass ich mich halt bisschen hochheilen kann da, ne? Und wenn das halt wegfällt, dann ist halt RIP tatsächlich. Aber jetzt sollten wir halbwegs fein sein. Ich habe 3 Convoke-Trades, das ist ganz gut soweit. Muss halt immer so ein bisschen drauf achten, was können die Mobs, ne? Was für Gegner habe ich? Kann ich das orientieren? Doch, das kann ich desorientieren. Okay, er castet jetzt einfach nochmal. Ich gehe jetzt mal lieber raus, ne? Man weiß ja nie. Nicht, dass wir hier zu viel fressen dann. Ah, da waren 4. Da waren 4. Das ist ungünstig. Holy, was habe ich denn jetzt gerade gefressen? Direkt gesehen, gerade richtig auf den Sack gekriegt. Da kann ich wahrscheinlich nicht aus dem Ding rausgehen, außer Bär und rein konvoken. Na, den 4 kann ich jetzt nicht unterbrechen. Ich muss halt defensiv konvoken, es hilft alles nichts. Mich einmal nochmal hochheilen zu können. Okay, jetzt sind es nur noch 2. Schild kicken wir jetzt mal. Ich muss halt echt defensiv spielen, ne? Kicken wir den mal weg. Uff, uff, uff. Komm, der 4 von da hinten erwischt mich. Ich dachte mir, den habe ich outgeranged, ne? Nicht, dass ich da noch rangekommen wäre zum Interrupten, aber... Kommen jetzt noch mehr kleine. Na gut, den kann ich jetzt desorientieren. Er castet halt nochmal. RIP. Also für ihn brauche ich auf jeden Fall meinen Kick, ne? Wenn ich ihn desorientiere, dann unterbreche ich ihn zwar einmal, aber das bringt jetzt auch nicht sonderlich viel, ehrlich gesagt. Was hat denn er da für einen Buff eigentlich drauf? Ich könnte dann hart nochmal convoken. Aber mit den ganzen Mobs verpufft's eh, da warte ich jetzt lieber nochmal kurz. Immer die ganzen kleinen weg und dann convoke ich nochmal rein. Was kriegt denn er für 30% Schild? Na, ich wollte ihn jetzt nicht kicken. Fuck, jetzt kommt der 4 halt durch, ne? Habe ich es noch im Bär geschafft? Ja. Aber ich wollte den Convoke auf jeden Fall jetzt noch durchziehen. Der eine Mob kriegt aber gar keine Stacks, so wie es aussieht. So, der ist jetzt schon mal tot zumindest. Komm, den Interrupt mal einmal. Na, den 4 kriege ich jetzt nicht, da werde ich gefeiert. Was das Komische ist, Layer 5 ist genauso schwer wie Layer 8. Okay, schauen wir mal, ob das so ist. Also hier bin ich jetzt schon, also jetzt noch nicht übelst am struggeln, aber also ich
merke schon, dass ich hier ziemlich lang dabei bin, ne? Okay, jetzt kommen hier nochmal ein paar mehr Mobs. Keine Ahnung, was das jetzt für ein Feld hier ist. Shockwave. Okay, die Shockwave, da gehen wir jetzt vielleicht mal lieber raus. Das Gute ist, hier ist ein relativ großer Raum, ne? Ah, den 4 habe ich gerade nur gekriegt. Schauen wir, dass wir nochmal eine Convoke durchkriegen. Shockwave. Okay, die Convoke ist durch. Schaut auch schon ganz gut rein. Ah, ich würde jetzt gerne die Orb aufsammeln, aber da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen. Mit ah, das ist so ein Mob, der hier diese Viecher holt, ne? Da muss ich aufpassen. Wenn ich dann eine Orb fress, dann ist, glaube ich, RIP. Oh, fuck it. Bleibt da ein bisschen hängen. Also das Ding hasse ich ja wie die Pest, ne? Weil mit dem ganzen Slow-Scheiß noch. Oh, fuck it. Ich hab halt einfach keine Halt. Oh. Okay. Da kannst du halt aus Midi auch so schlecht dranbleiben. Muss mal defensiv konvoken. Krieg ich denn so ein Drecks-Damage von den Viechern? Ich hab halt gar nichts mehr. Rasten halt immer noch da hinten. Ich glaube, also da werde ich jetzt rippen. Ich hab halt nichts mehr. Dachte ich, Mondfeuer die mal so ein bisschen und dann easy. Das Ding ist, die buffen sich halt auch übelst hoch, ne? Das ist halt so ein bisschen das Problem. Mit halt 12 Stacks. Das Ding ist, ich kann halt nicht in Eule gehen, weil die mich sonst halt einfach zerreißen. Ja, die hatten jetzt zu viele Stacks. Jetzt muss ich mal gucken. Vielleicht kriege ich hier noch einen guten Trade. Die Wolke ist eigentlich nicht schlecht. Ja, ich hätte da hinten den anderen Trade kann ich auch noch mitnehmen. Ich habe ja hier ein bisschen Zeit tatsächlich. Ich warte jetzt einfach auf, dass ich Convoke habe und dann versuche ich die halt zu bursten, ne? Aber ich war jetzt so defensiv gezwungen, dass ich eigentlich da nicht mehr drauf damagen konnte. Und dann stacken sich die halt einfach nebenbei hoch. Das ist halt das Problem, ich habe so wenig Single-Target-Damage als Bär. Und wenn ich dann so Einzelmobs DPSen muss und dann auch noch weglaufen, dann kommt halt gar nichts mehr, ne? Dann war's das. Aber wenn ich da, glaube ich, von der Orb erwischt worden wäre, wäre ich halt auch weggeritzt worden. So, ich warte jetzt kurz auf Convoke. Und dann... Oh, ich könnte auch HT ziehen, tatsächlich. Oh, wir können auch nochmal fooden, wenn wir eh warten. Und dann gucken wir mal. Du brauchst Z plus Ventier. Ja, das ist halt das Problem. Ich habe leider immer noch keinen einzigen Set, ne? Also weder 2er noch 3er Set. Das ist schon ein bisschen kacke. Jetzt ziehen wir mal die Drums und convoken hier ein bisschen rein. Na gut, also krass viel hat das jetzt ehrlich gesagt nicht gebracht. Na, kommen wieder diese Typen, ne? Vor allem jetzt stehen die, jetzt habe ich Inka im Laufen, die kommen wieder nicht mit. Das ist so dumm. Geht mein ganzer Damage hier wieder am Sack, weil der sich immunisiert. Also, solche Typen, die hasse ich ja wie die Pest. Der andere kommt halt auch nicht mit. Ja, das war's mit meiner Inka. Perfekt. Oh, ich hab so ein Ding gefressen. Also, ich könnte jetzt den anderen stehen lassen.
Und hier den hier töten. Ich weiß nicht, ob ich da die ganze Zeit Schaden kriege. Wisst ihr, was ich meine? Also ich ziehe den jetzt ein bisschen weg und versuche dann drauf zu konvoken, dass das der eine frisst, dass der schon mal weg ist. Perfekt. Also einer ist schon mal down. Muss jetzt da genau hin Schock werfen, wo meine Orb ist. Perfekt. Kann mir jetzt zwischen Pest und Cholera entscheiden. Tigersport oder so eine Orb, die glaube ich ein bisschen was heilt. Das kannst du halt auch knicken. Aber jetzt dürfte es eigentlich laufen. Das Ding ist, der, also Ventir macht, jetzt macht er den Scheiß schon wieder. Ventir macht tatsächlich schon Sinn, aber nur wenn du den Z-Bonus tatsächlich hast, ne? Ohne, weiß ich nicht, ich versuche jetzt mal alle mit Mondfeuer einmal zu dotten, dass wir zumindest ein bisschen Damage drauf haben. Dass ich sie dann ticken lasse. Ich hab gleich wieder Convoke ready. Dann schießen wir aus dem Leben den Kollegen. Ich hoffe, der einen tickt jetzt noch hinter. Also wie lange ich jetzt hier in dem ersten Raum rummache, das kann ich keinem erzählen. Okay. Ach, ich hab's mir ja mittlerweile gebindet, ne? Perfekt. Gut. Also tolle Stats sind es leider nicht, aber... Zumindest haben wir den ersten Stock weg. Einen Tod haben wir schon mal. Ich hoffe jetzt, dass ich vernünftige Trades kriege und dass wir dann ein bisschen reinratzen können. In Orbstacks 2 oder 3 Mal ist der Heal gut. Ja, Heilung wäre vielleicht auch nicht so verkehrt. Naja, das sind jetzt blöderweise keine guten Sachen, was ich da gekriegt habe. Wollte ich, grüß dich. Hoffen wir, dass wir da was Vernünftiges kriegen. Bots dabei. Schauen wir mal, vielleicht kriege ich mit den Orbs was Ordentliches. Ah, Crit. Ach komm, was ist denn das? Was ist denn das? Das ist halt alles Kacke. Was habe ich denn bis jetzt? Ich habe eigentlich nur... die Convoke-Dinger, die gut sind, und das war's eigentlich, ne? Alles andere kannst du eigentlich ziemlich knicken. Jetzt versuche ich mal halbwegs defensiv zu poolen. Heißt, holy moly. Ziehen wir hier mal schon mal Inka. Für den ganzen Viecher. Ah, da warte mal, da haben wir einen Agent dabei. Ich habe noch nicht dieses, ne, ich habe noch nicht, ich habe kein Ding, was 50% mehr Schaden macht. Das ist jetzt so ein bisschen das Problem. Also es gibt 3. Ich komme an die Orb nicht ran. Run. Ach fuck, jetzt habe ich wieder nicht in der Eulengestalt den Damage. Die ganze Zeit weggeslowt. Perfekt, Baumrinde. Ich habe halt einfach gar nichts mehr. Damit. Das war jetzt schon mal nix. Das war schon mal nix. Oder noch mal was. Ja, das ist halt Rotze, ne? Ich habe halt keinen einzigen Bonus, dass ich mehr Damage mache. Also weder, dass ich über Mondfeuer mehr Damage mache, noch dass ich prozentual allgemein mehr Damage mache,
noch, dass ich über meine Dots mehr Schaden mache. Das ist halt kacke. Ich krieg halt sowas, dass ich Dornenranken skillen kann oder sowas. Das bringt halt leider mir nichts. Aber da habe ich jetzt zu wenig Schaden, ne? Ich hab zu wenig Single-Target-Damage, dass ich einen wegratzen kann. Das ist ein bisschen kacke an der Geschichte. Ich weiß nicht, wer hier der Stärkste ist. Ich kann die halt alle ein bisschen cleaven, aber die buffen sich halt hoch und killen mich dann halt einfach. Ja, bin gerade ein bisschen am struggeln. Krieg halt leider nur Kack-Trades. Habt ihr ja gesehen, vorher habe ich mit, wo ich die Mondfeuer-Trades hat, habe ich halt teilweise, dann 200-300k Mondfeuer-Procs gemacht. Ne, da geht das dann auch. Dann kill ich die Mobs, aber wenn ich dann halt diese Trades nicht krieg, dann stehe ich da halt und mach kein Damage, ne? Und dann ratzen die mich halt, wie sich die hochbuffen und ich down bin. Also da bist du leider schon sehr stark davon abhängig, was für Trades du bekommst. Na gut, jetzt bin ich natürlich auch in die Mobs reingelaufen, ohne... ohne die Trades. Na gut, ich habe noch keine Inka ready. Was die mir reindrücken, das kann ich doch keinem erzählen. Hätte jetzt noch ein paar Sekunden auf Inka gehabt. Keine Ahnung. Da sehe ich gerade ohne die Trades leider zu wenig Land, dass ich da einen killen kann. Ja, ich habe ja... die Anfangstrades waren gut, aber danach kam halt leider gar nichts mehr, ne? Dann kam leider gar nichts mehr. Run. Watch your step. Ich werde halt hier die ganze Zeit weggeslowt. Dann komme ich aus dem Stun nicht mehr raus. Vor allem der Effekt ist halt viel größer, als der Ding aussieht. Ich versuche jetzt mal hier den einen zu töten. Watch your step. Schauen wir mal. Run. Perfekt. Das Ding, es kam Run und das Ding ist instant hochgegangen, ne? Hat mir einfach weggekillt. 15k, aber ich glaube, das war noch ein anderer Stun. Jetzt habe ich halt blöderweise hier drei Mobs stehen, die mich alle slowen und alle einen Stun haben. Oder der eine kann mich überchargen, der andere hat den ringsrum Stun und dann komme ich halt nicht mehr raus, ne? Nur mit einem Blink oder so. Also einen Try habe ich jetzt noch. Aber ich kriege ja nicht mal den einen weggeratzt, ne? Weil meine Convoke zu wenig Damage macht, blöderweise. Einmal könnte ich es noch probieren. Jetzt habe ich halt hier schon die Kackfläche. Ja, wahrscheinlich wäre es sinnig, die Trades zu resetten, aber ich fange jetzt nicht noch einen Run an. Ich gehe dann, glaube ich, jetzt ins Bett. Ich wollte mal ein bisschen früher. Ich werde jetzt hier nochmal einmal weiter probieren und wenn es dann nicht ist, dann mache ich das halt die Tage. Ist auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm. Run. Watch your step. Ich hab halt die ganze Zeit diese Kack-Slows drauf, ne? Komm aus dem Zeug halt nicht mehr raus. Watch your step. Run. Watch your step. Watch your step. Läuft halt Inka aus. Seht ihr, die einen Mobs sind schon relativ low. Alter, was kriege ich denn jetzt an Damage? Watch your step. Ich habe Wall up, ich habe alles up. Dieser eine Magic-Zauber haut mir so raus. Von dem hier. Habt ihr gesehen, was... Ich hab in der Wall, im Ding. Ich bin so tot getickt. Ich hab halt 40% weniger Gesundheit. Run. Watch your step. Der macht das Gebrülle. Bei so vielen Mobs, ich kann halt nicht alles kicken, ne? Das ist halt das Problem. Na ja, gut.
Jetzt stehen da halt nur noch zwei Gegner. Aber jetzt habe ich keine Tode mehr, ne? Weiß ich nicht, ob das noch was wird. Ach, das ist so dumm. Wenn ich diesen dauerhaften Ding habe, jedes Mal baitet er mich wieder. Dann geht er mir nicht mehr in die Eulengestalt. Das ist ein bisschen behindert, ehrlich gesagt. Ich klick dann immer, ne? Hier, Heart of the Wild. Dann gehe ich eigentlich automatisch in die Stance, wo ich das geskillt habe. Aber blöderweise spackt er dann immer rum. Mit dem einen Trade hier aus Torghast, der macht einfach gar nichts mehr. Dann bin ich so Normalgestalt quasi geconvoked. Und die Convoke quasi heilt dann zu 90%. Watch your step. Ich glaube, ich sollte eher auf ihn hier und seinen Scheiß interrupten. Watch your step. Run. Watch your step. Watch your step. Watch your step. Alter, dieser Kack-Slow, ne? Watch your step. Watch your step. Ah, jetzt hat sein Gebrüll durchgekriegt. Run. Watch your step. Watch your step. Run. Ich hab halt nichts mehr. Watch your step. Watch your step. Run. Watch your step. Da kommen nur mehr Viecher. Nein, der rootet mich. Jetzt bin ich am Sack. Watch your step. Run. Der eine ist jetzt tot, ne? Soll ich mal gucken, ob ich die Orbs mitnehmen kann? Was war da jetzt drin? Feuerschaden habe ich keinen. Das ist gar nicht schlecht. Darf jetzt halt nicht mehr rippen, sonst war's das. Ich habe mich schon wieder runterfallen sehen hier, ich sag's euch. Dieses Slow. Ich glaube, in der nächsten Convoke kann ich sie killen.
Holy Macaroli. Also habe ich mir jetzt einfach nur irgendwie durchgevibed, ne? Jetzt kriege ich die 50% bei 3 Mondfeuerzielen, ne? Jetzt kriege ich sie. Ernsthaft? Ich glaube, das bringt nichts mehr. Ich habe keine Tode mehr und alles, ne? Also, aber wir gucken jetzt trotzdem. 270 habe ich, aber ich habe leider keinen Z-Bonus, ne? Echt? Es gibt einen Diva, wo man nicht laufen darf? Weiß ich ehrlich gesagt nichts von, aber okay. Na gut, das sind halt jetzt alles Kack-Trades. Weil das könnte defensiv gar nicht schlecht sein, wenn ich immer zwischen Eule und Ding hin und her swap. Trade hier. Perfekt. Wieder nur Rotze gekriegt. Macht dieser Gruhl. Ich warte jetzt mal mit meiner Inka. Warte ich jetzt erstmal, dass wir die safen. Ich kann halt hin und her swappen. Ich habe jetzt diesen einen Trade, wo ich dann hier immer ein paar Effekte kriege. Ich könnte jetzt immer ein bisschen shapeshiften. Dann kriege ich hier so ein Starfall. Gut, jetzt gegen den bringt mir das nichts. Und wenn ich zurückswitche, eine Heilung halt, ne? Ja, zwei Globals. Dafür kann ich mir wieder ein bisschen heilen. Holy! Die kommen halt und... Fuck, ich werde übelst geslowt und dann kommen wieder hier diese Einschläge. Fuck, jetzt sehe ich leider nichts mehr. Okay, da hätte ich jetzt nicht draufklicken sollen. Was hat der? Ist das das Bewegungsding? Ah, das ist der Bewegungsbuff. Ja, da darf ich mich jetzt nicht bewegen. Ziehe ich mir jetzt hier beim Einschlag einfach eine Wall. Das hat, glaube ich, mein Freedev gerade geprockt. Fuck, die Eulengestalt hat nicht funktioniert. Ja, der hat das jetzt wieder drauf, ne? Watch your feet. Jetzt hat er sich's wieder hochgebufft. Das ist doch dumm. Wollte jetzt mal hier so ein paar Dinger noch mitnehmen, ein paar Bonis. Bin mir lieber mal vorsichtig. Was kommt denn da alles?
glaube, die kite ich jetzt lieber mal ein bisschen. Jetzt bin ich gestunt. Ich habe jetzt halt zumindest einen Bonus, wo ich mehr Schaden kriege, ne? Mal das mal mit. Ah, das sind jetzt beide sehr stronge Dinger. Aber ich nehme, glaube ich, das Damage zurückschmeißen. Ehrlich gesagt. Ah, hier habe ich es nochmal. Gut, dass ich das andere genommen habe. Watch your feet. Holy moly, aber das haben wir jetzt geschafft, ne? Ah, die sind natürlich alle kacke. Nehmen wir das mal. Also eigentlich dachte ich, dass schon Feierabend ist. Na gut, das bringt mir eigentlich gar nichts, ne? Das war jetzt wieder so ein Trade, der eigentlich überhaupt gar nichts bringt. Da gehen wir mal weiter. Ja, du kannst gern ein Video reinlinken, das macht mir nichts, solange das keine Schmuddelsachen sind, ne? Wo ich dann am Ende Probleme krieg. Außer das ist guter Stuff, dann können wir vielleicht nochmal drüber reden. Spaß. So, jetzt gucken wir mal, nehmen wir mal das hier mit. Mitnehmen und das. Ich darf halt jetzt kein einziges Mal sterben, ne? Wenn ich rip, dann ist halt Feierabend. Mach ich mit irgendwas Naturschaden? Ich glaube, das ist Arkanschaden, ne? Ich glaube, ich habe keinen Naturschaden. Oder habe ich jetzt irgendeinen Trade, der Naturschaden macht? Bin mir halt immer nicht sicher. Doch, das hier macht Naturschaden, die Dornen. Können wir es mitnehmen? Ich dachte mir, danke dir fürs Followen. Ich dachte mir doch, mit irgendwas mache ich Naturschaden, ne? Boah. Das wird ja jetzt gleich wieder lustig. Ich habe leider keine weiteren, Run, sagt er mir. Shockwave. Wirbelwind, Hanswurst. Oh boy, da kommen ja richtig viele. Das Ding ist, da sind so viele Effekte, ich weiß gar nicht, wen ich interrupten soll. Riss. Ich hab nicht so viele Interrupt-Effekte. Raste da halt ewig langsam. Tu jetzt mal defensiv reinconvoken. Muss ich in die Suppe reinkicken, aber sonst hätte ich nicht mehr interrupten. Ah, ich kann nicht mehr rückwärts laufen, sehe ich gerade. Okay, das hat jetzt irgendwie funktioniert. Wir haben sie alle zerrupft. Es war aber an der einen oder anderen Stelle richtig knapp. So, der Blick des Todes konzentriert sich alle 12 Sekunden für 8 Sekunden auf euch. Zu viele Gegner innerhalb von 20 Meter. Dadurch erleiden das Ziel und ein weiteres zufällig 51% erhöhten Damage. Das ist eigentlich ganz cool. Könnt durch einzelne Angriffe nicht mehr als 25% gesund. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaube, wir nehmen das. Ich muss mal, weil ich habe keinen Tod mehr, ne? Deswegen muss ich gucken.
Gut, hier Gegner Damage verursachen. Aber ich bräuchte auch mal ein bisschen Leben tatsächlich. Was haben wir denn? Eure Angriffe haben eine Chance, eine Kugel der Qual zu schaffen, die um euch rumkreist und Damage macht. Töten von Gegnern erhöht eure Bewegungsgeschwindigkeit. Gut, machen wir mal die Kugel, oder? Tempo? Weiß ich nicht. Wenn ihr eine neue Kreatur angrifft, teleportiert ihr euch an die Position und lasst den Gegner innerhalb von 12 Metern schlafen. Tempo. Komm, ich nehme jetzt mal das Live, sonst nehme ich nie das Live, aber ich brauche, glaube ich, einfach mal ein bisschen mehr Leben. Ist für dich auch interessant. Was ist das für ein Video, was du gepostet hast? Ja, Stock 4 war relativ easy, aber Stock 5 für keine Ahnung. Aber ihr habt jetzt gesehen, jetzt habe ich ein paar mehr Trails gekriegt und jetzt geht's auf einmal relativ gut tatsächlich. Aber ich habe halt jetzt keine Leben mehr, deswegen, ja, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt irgendwo einen kleinen Fehler mache, bin ich halt Geschichte quasi. Ist halt so ein bisschen das Problem gerade. Ah, jetzt habe ich den Trade. Der ist gut. Warte mal, habe ich den anderen Trade auch schon mit... Doch, den anderen Trade habe ich auch schon. Jetzt müsste ich eigentlich anders rangehen. Fuck it. Fuck, da ist so ein Gegner, der mir das Ding runterzockt, der mir diesen Heal-Debuff drauf macht. Ich kann nicht mehr laufen. Jetzt kann ich sie halt nicht mehr kiten, weil ich diesen Akil-Shit drauf hab. Das ist alles zugewoidet, ne? Das Ding ist, ich habe halt jetzt diesen Slow drauf. Ich mache zwar jetzt viel mehr Damage. Übelst viel Phantasma habe ich jetzt gekriegt. Komm, ich nehme mal mehr Life. Tempo. Jetzt bin ich halt auf Stockwerk 5. Achso, T-Set-Teile kräften, aber das kannst du ja jetzt eh noch nicht machen, ne? Komm, nehmen wir die Ausrüstung mit. Aber... Hier ist Collectors, das Video auch interessant. Okay, das hört sich schon mal gut an. Super. Warte mal, das können wir noch mitnehmen. Habe ich das schon? 47? 24. Doch, das macht Sinn, um das andere Zeug... Normalerweise ist das ein Rotz-Stat, aber ich habe ja so ein Damage-Proc-Teil. Dann wird das vielleicht sogar Sinn machen. Okay, nehmen wir ein bisschen mehr Versa mit. Schild.
Ja, jetzt kann ich es theoretisch durchgehend laufen lassen. Ich darf jetzt halt keine Dummheiten machen. Das ist die Geschichte. Ich darf mich halt nicht dumm ratzen lassen. What's your step? Darf mich halt nicht in der Eule vieren lassen. Wenn das passiert, habe ich halt ein Problem. What's your step? Oder runterkicken oder irgendwie sowas. What's your step? Kann ich halt nicht mehr moven. What's your step? Ich könnte jetzt halt offensiv richtig weglasern, die Gegner. Aber ich muss es halt defensiv jetzt spielen. What's your step? Komm, ich mach's jetzt, ich probier's jetzt mal. Ja, sieh, wenn ich eine Convoke durchcaste, dann ist hier ziemlich schnell Feierabend. Aber wenn ich halt eine Sekunde zu lange in der Eule bleib, die mich mit irgendeinem Hit wegratzen, dann ist halt Feierabend, ne? Dann ist halt einfach Feierabend. Beides kacke. Das mit den Gesundheitsdings. Aber ich hab's euch gesagt, ne? Das liegt viel kann nicht mal springen, dann nehmen wir es trotzdem mit. Liegt viel an den Stats oder viel an den Orbs, die ich krieg. Vorher übelst rumgestruggelt, jetzt geht's eigentlich relativ gut, ne? Also ist jetzt noch nicht so, dass ich die jetzt easy wegzock, aber ist halbwegs okayisch jetzt. Weil ich jetzt halt einfach zumindest die meisten von den guten Dingern hab. Nicht alle, aber zumindest ein paar schon. Ich habe einen Haufen Shit-Zeug am Anfang gekriegt. Ah, kannst du Sets craften mit dem Biss-Sets? Okay, das hört sich interessant an. Da muss ich dann vielleicht später auch mal reinschauen. So, ich darf es halt jetzt nirgends verkacken. Nicht durch irgendeinen Versa mit. Wir sind mal weg, dann gehen wir in die Eule. Seht ihr das? Jetzt werden die übelst auseinandergenommen, die Kollegen. Ich muss halt so vorsichtig sein, wann und wie ich in die Eule gehe. Ah, da war schon wieder. Run. Also ich spiele jetzt ein bisschen übervorsichtig, ne? Wahrscheinlich könnte ich jetzt wesentlich offensiver in die Geschichte rangehen. Aber lieber Safety first. Fuck it, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Wenn ich weggesloat bin. Ich habe nur meine Inka, ich spare die jetzt gerade. Wenn ich low drop, dann ziehe ich die Inka. Ich hab alle Cooldowns ready, also wenn der nächste Kollege hier rankommt. Fuck, ich wollte eigentlich in die Eule gehen. Ich hätte Convoke ready, ne? Komm, ich ziehe jetzt Convoke im Bären. Das ist mir jetzt zu heiß, das in Dings zu ziehen.
mir jetzt zu heiß, das in eine Eule zu ziehen bei so vielen Gegnern. Bin so weggeslowt. Ich hab schon wieder diese einen Kollegen. Wie viele Orbs hier liegen? Stress. Sind die irgendwie buggt, kann das sein? Die casten ihren Shit gar nicht. Shockwave. Aber seht ihr, das sieht gerade danach aus, dass ich es jetzt tatsächlich noch schaffe. Hättet ihr das vorher gedacht, wo ich so rumgestruggelt bin, wo ich in einer Ebene, glaube ich, 5 Tode rausgehauen habe? Manchmal darfst du nicht aufgeben, ne? Also, vielleicht bin ich jetzt zu voreilig, aber es sieht im Moment gut aus. Sieht im Moment gut aus. Nochmal die Rüstung, oder? Jetzt habe ich mal Damage Meter. Oh, habe ich Heilung eingestellt? Warte. Ja, 100k. Ah, schau mal hier, was ist denn das hier? Irgend so ein gut zertrümmernder Zehennagel. Was sind das für ein Ding? Muss mal gucken, was ich da geskillt habe. Das haut anscheinend ordentlich raus. Ja, wenn du die richtigen Stats hast, dann ja. Und vor allem, du brauchst halt den Damage, ne? Wobei, fast unsterblich habt ihr ja vorher gesehen. Vorher habe ich richtig auf den Latz gekriegt, ne? Da war nichts mit fast unsterblich. Jetzt darf ich halt jetzt keine Dummheiten machen, ne? Ich muss es einfach weiter defensiv spielen. Das sind natürlich jetzt hier Rot-Stats. Perfekt. 25 mehr Phantasma beim Endboss. Oder Tigersport. Alles, was ich brauche. Alles, was ich brauche. Jetzt ist die Frage, ob ich sie einmal kurz dotte und dann... dann in die Eule kommen. Watch your step. Alter, das ist die zerrissen. Mich hätte jetzt fast gegrillt. Ich wollte raus backpedalen aus der Void. Aber ich habe ja was geskillt, dass ich nicht mehr rückwärts laufen kann. Ich kann weder springen noch rauslaufen, ne? Das hätte mich jetzt fast gegrillt, ich sag's euch. Wahrscheinlich, das hätte mich so geärgert, wenn ich jetzt als Eule durch die Void verreckt wäre. Weil ich versucht habe, raus zu backpedalen und es ging nicht. Weil ich hab gerade gelasert, wenn ich mich umgedreht hätte und weggelaufen wäre, dann wäre es blöd gewesen. Deswegen wollte ich das gerade nicht machen. Eine Eule einmal dotten, dass die mehr Schaden kriegen. Spare ich mir meine Inka mal auf. Macht hier irgendwas, was ich nicht weiß, was es ist. Fuck, ich bin in der Eule gefiert. Ich wollte die gerade nachdotten und wurde weggefiert, ne? Da muss ich aufpassen. Vielleicht bleibe ich lieber einfach im Bären und du machst keinen Eulendamage. Wisst ihr, dann kann ich halt den Dot draufsetzen, dann kriegt er nämlich noch 50% mehr Damage. Mal mit. Jetzt zu sterben wäre arg blöd. Ah, jetzt kriege ich Convoke Cooldown-Verringerung, ne? Also noch habe ich Inka. Convoke habe ich auch wieder ready. Rettisch haben wir alles. Ah, Ding ist jetzt abgelaufen. Oh fuck, ich wurde in der Eule gefiert. Hoffentlich nicht killen. Passen. Er hat leider ist das Teil ausgelaufen. Warte mal, ist das wo er... Er kriegt 99% weniger Schaden, würde gerade sagen. Warum geht er nicht down hier? Seht ihr das? In einer Ebene halt einfach 5-mal verreckt, aber
bis zum Ende dran geglaubt, dann kriege ich die richtigen Bonis und dann ist das halt ein Selbstläufer, ne? Dann ist easy. Aber das ist halt so krass, wie abhängig du bist von manchen Trades, ne? Das ist halt schon krass. Also ich habe richtig gestruggelt in der Mitte von dem Run. Aber wenn du am Anfang kack Trades kriegst, dann bist du halt geliefert. Zum Ende habe ich die übelst rund gemacht, die Gegner. Okay, gut, dann einmal raus da. Und ich habe eigentlich jetzt gar nicht mehr großartig... Theoretisch hätte ich die viel schneller töten können, wenn ich mehr Eulen-Convoke gemacht hätte, aber wenn mich ein Hit gekillt hätte, dann wäre halt der Run vorbei, ne? Also, da machst du nichts. Gut, das war's jetzt wieder für den Run. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Ja, und dann sehen wir uns, sobald ich den nächsten mache. Euch da, bis dahin, ciao.